Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro 2033 Redux. Redux müsste da sein. Ja, wegen den Lags entschuldige ich mich. Das liegt leider an dem Spiel. Ich kann da leider nichts dran ändern. Also, an mir liegt es auf jeden Fall nicht. Das steht fest. Es hat ja vorher auch die ganze Zeit geklappt. Ja, es scheint wohl ein bisschen buggy hier zu sein. Würde ich mal behaupten. Darum kann ich ja leider nichts ändern. Ich entschuldige mich trotzdem an der Stelle. Ich hoffe, es wird besser. Okay, da war wieder einer. Danke dafür, Merkel. Was ist denn? Nein. Waffenshop? Kann man hier mitmachen? Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenze zu den Faschisten geschlossen und jede mögliche Übergangsstelle mit Stärkensperren versehen. Nicht einmal eine Versuch unsere Länge. Füll dein Arsenal auf, solange du kannst. Kommen Sie, schauen Sie. Ja, auf jeden Fall. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Und wartet nicht auf dich. Ja, ich möchte aber erstmal, glaube ich, Munition kaufen irgendwie. Sonderangebote, Rabatte, beste Waffen von dem Schmiedemeister aussortieren. Alter, was? Ich baue da kein Fernrohr drauf. Nein. Nee. Also bei aller Liebe nicht anpassen. Nee. Schalldämpfer, ja, den könnte ich einbauen. Zielfernrohr weiß ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, ich komme auch so gut damit klar. Also. So, haben wir Munition. Der beste Wechselkurs so. In der ganzen Metro. Munition, ich brauche hier für Munition, danke. Ah, kaufen wir mal 60. Kommen okay, Sie später voll. Wieder. Was ist das hier eigentlich? Nochmal verkaufen. Die Metallbolzen da hält's. Okay. Ja, gut. Ja, tja, komm, hau auf. Mehr geht nicht. Das Zeug fällt Ihnen ja, bereits okay. Aus den Taschen. Ja, gut, dann gucke ich jetzt trotzdem mal. Hier wegen Waffen nochmal ganz kurz. Anpassen. Anpassen? Lauf. Das Feuer dämpft den Knall und verringert die geringeren Schaden, okay. Ah, das kann ich mal anbringen. Jetzt gucke ich mal hier. Nein, nicht eintauschen, obwohl. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Oh. Für Sie. Einfach kaufen und schießen. Hübsche Waffe. Sie werden den Kauf nicht bereuen. Nee. Anpassen. So, warte mal. Kolben, ja. Laservisier, ja, komm Mama. Rein damit. So. Okay.
Wollen wir das hier auch mal anpassen? Laservisier, okay. Ja, bau mal ein. Würde ich sagen. So. Danke dir. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Artyom. Aha, okay. Artyom, siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Also, was meint ihr, Leute? Gehen wir, ja? Also das ist keine erste Klasse, aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern und das ist eine Einbahnstraße. Okay, aufladen! Alles okay, jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Das Buch ist interessant. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. So,
selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Ja, an der Stelle würde ich ganz einfach mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.